Hallo Kollege, Sie fahren nun den R52, Zug Nummer 2003, welcher zuvor als R57, Zug Nummer 7017 aus Steibs ankam. Nach St. Pölten Hauptbahnhof und anschließend noch in die Abstellung. Der Fahrplan steht in der Einweisung. Gute Fahrt. Ja. Und somit begrüße ich euch sehr herzlich am 24. Dezember um 9 Uhr zu einem winterlichen Szenario hier aus dem Aufgabenpaket von der Trainee vom Railworks Austria Forum. Ja, Leute, so. Der Winter heute wieder nicht, leider. Wir haben plus 10 Grad oder so, glaube ich, aktuell. Ja, wir befinden uns jetzt aktuell in Pöchlern auf Bahnsteig Nummer 5. Da vorne geht es dann Richtung Wieselburg. Ist da eine Oberleitung überhaupt vorhanden? Ja, genau. Da ist mein Hotel, wo ich schon öfter mal geschlafen habe. Da hier irgendwo dieses Gebäude da. Schaut in der Realität nach einem Hotel aus, an und für sich. Aber ja, ist egal. So, wir steigen ein. Es ist kalt. Im TS ist es etwas kälter als in der Realität heute vielleicht. So, wir steigen schnell ein und machen uns einmal die Batterie an. Achso, ja, genau. Voll vergessen, die Batterie ist ja im anderen Führerstand. Die muss man erst finden. Oh, das war nett. Batterie ist an. Wie schaut es draußen aus? Wir haben ja ein schönes Repaint oben, wenn es eins ist. Ich glaube aber schon, so um 53 ist die Abfahrt. Wir werden jetzt einmal den Zug anlassen. Was brauchen wir noch? Das brauchen wir nicht. Das hat LEDs drin, ne? 3 LEDs haben wir da verbaut. So, wie schaut's aus? Die Abfahrt erfolgt dann in Kürze. Mit dem Federspeicher lösen. Die Abfahrt unseres Zuges ist heute um 53. Um 8.53 Uhr geht's hier los. Zu und ja. Dann geht's am los hier, weg aus Pöchlern. Wir könnten die Kamera.
Wir begrüßen auch die im Böchlern zugestiegenen Fahrgäste im R57 auf der Fahrt nach St. Pölten Hauptbahnhof. Unser nächster Halt, Melk. So, nachdem unsere Fahrgäste begrüßt haben, so, dann können wir eh in Kürze dann beschleunigen. Geht's hier einmal los Richtung Melk? Oh, Melk wäre die offizielle Ankunft um 8.58 Uhr laut Fahrplan. Schauen wir mal, was wir schaffen. Servus, Kollege. Schauen wir mal, was wir fahrplantechnisch hier im TS rausholen können. Weil im TS ist ja nicht alles möglich wie in der Realität. Trotzdem geben wir unser Bestes, dass wir einigermaßen pünktlich im Melk ankommen. Wenn du sie SIFA jetzt nicht gleich ausbremst. Hier geht gerade die Sonne auf. Und ja, wir haben einen herrlichen Wintertag. In der Realität heute leider nicht. Außer ihr wohnt irgendwo in den Bergen. Heute gibt es ja noch einige Videos für euch. Um 15 Uhr starten wir dann mit dem Rennsimulator. Mit unserer ersten Winteraufgabe. Eine wunderschöne Aufgabe, dauert circa eine Stunde. Bei herrlichem Winterwetter, aber wo und was geht es ja dann heute um 15 Uhr. Danach geht es weiter um 17 Uhr. Mit einer Aufgabe aus Tirol und um 19 Uhr mit einer Aufgabe aus Wien im Tram-Simulator. Weigeln wir ab nach links, da kommt der Kollege. Der Regionalzug nach Böchlern, servus. So, Umfahrung Melk, hätten wir dann rechts die Kurve, nur hier rechts im Bild, die Gerade. Nächster Halt, Melk.
8:59 Uhr. Wir sind einigermaßen pünktlich hier in Melk. Willkommen in den Melk. Also hier das winterliche Melk. So, nun verabschieden wir uns von Melk. Und da könnte man spotten gehen. Nächster Halt, Losdorf. Ah, die Tunnels schauen nicht schlecht aus. Auch die Oberleitung machen es mittlerweile schön. Müssen wir mal schauen, ob das in der Realität so mit dem Schnee so ein halber Meter ist, wie ja, SSLO das ja manchmal auf den Bildern zeigt. Rechts die Schnellfahrstrecke wieder. Die Winterlandschaft gefällt mir. Was ich auch schön finde, die Signale auch mit Schnee schon mittlerweile. Das ist schon ein Feature, was die Freeware-Signale glaube ich nicht haben.
So, in der Realität müssten wir wann in Losdorf sein? Um 9.04 Uhr? Und nach der Kurve dann der Bahnhof Losdorf. Na, sind wir ein bisschen zu schnell unterwegs noch? Bahnhof Losdorf. Nächster Halt, Groß-Sierning. Oh, Ankunft in Groß-Sierning um 9.09 Uhr. Also in 2 Minuten circa. Gespannt, ob dieses Signal noch immer aktiv ist. Na, gefixt ist das Problem hier noch nicht. Man kann ja hier mit 120 rüber von der Realchat kommt da. Aber vielleicht wird das Problem mal irgendwann gefixt. Also hier eigentlich frei mit 120. Und die geht jetzt um, biegt hier rechts ab. Bahnhof Groß-Sierning.
Auch hier warten einige Fahrgäste auf unseren Zug in der Kälte. Sirnin auf unserer rechten, linken Seite. Da geht es dann Richtung Heindorf. Hier die Windräder. Wo ich immer wieder gerne spotten gehe. Wenn ich mal wieder oben da im Elk bin. Nächster Halt, Markersdorf an der Bilach. Da vorne kommt dann Bahnhof Markersdorf an der Bilach. Wo das Signal sehr tief steht. Das ist der CityJet Express nach Amstetten. Der muss. Abfahrt 9.05 Uhr von St. Pölten Richtung Amstetten über endliche Ortschaften. Und da vorne der Bahnhof Markersdorf an der Pilach. Markersdorf an der Pilach. Die Westbahn nach Salzburg oder nach München oder nach Innsbruck, wer weiß. Na schön.
Nächster Halt, Prinzersdorf. Das müssten wir eigentlich nicht bestätigen, oder? Über 100. Das Backsteingebäude da rechts kenne ich nicht. Auto steht da auch sehr gut. Und Bahnhof Prinzersdorf. Prinzersdorf. Und die Westbahn überholt uns hier. Na gut, die fährt 140 oder 160 hier noch durch, also. Deswegen ist ja auch hier die Einfahrt nach St. Pölten dreigleisig. Also ja, dreigleisig eigentlich. Wäre lustig, wenn die Westbahn eine Zwangsbremsung hat und wir es wieder überholen würden. Vorne schleicht sie eh umher. Aber in St. Pölten sind wir pünktlich. Das ist wichtig, um 9.21 Uhr circa. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren Zugendbahnhof
St. Pölten Hauptbahnhof. Die Zugfahrt endet. Bitte alle aussteigen. Auf Wiedersehen. Rechts, wo es jetzt darauf geht, bin ich auch schon mit dem Fahrrad gefahren. Rennen in die Kurve und dann haben wir vorne eh nur mehr 100 erlaubt, dann 80 und dann sind wir gleich in St. Pölten. Da fängt es gleich an zu ruckeln ordentlich. Hat der Trainee da so viel verbaut oder? Also dass ein Railjet steht, ist man mal. Da steht sonst immer der City, der was doch, der Doppelstockbahn. Kommen wir denn heute an? Auf Gleis Nummer 2, okay. St. Pölten Hauptbahnhof, die Zugfahrt endet. Dieser Zug wird eingezogen. Bitte alle aussteigen. Auf Wiedersehen. So, dann wechseln wir einmal den Führerstand.
Dann starten wir wieder den Motor. Haben noch andere Scheinwerfer verbaut hier. So, Zug bereit für die Rangierfahrt. Fahrgäste sind ja alle ausgestiegen, hoffentlich, aber schauen wir lieber nochmal nach. Bin ich an die Rangierfahrt mit? Okay, kein Problem. Müsste aber gleich der Zug aus Schwedt ankommen, wenn er nicht verspätet ist. Der Rex 51 aus Wien, Westbahnhof. So wechseln Sie nun in den Führerstand und fahren Sie mit dem Zug in die Abstellung. Damit das Signal frei wird, muss man ein Stück vorfahren. Das habe ich auch schon mal gemerkt. So, schauen wir mal, bitte nicht einsteigen. Schauen wir mal. Genau, Rangierfahrt haben wir. Eigentlich müsste ja das weiße Licht leuchten für Rangieren, aber ja, vielleicht wenn mein Signal-Update irgendwann rauskommt, vielleicht dann. Das Rangiersignal ist super, das zeigt frei. Wo dürfen wir denn hinfahren? Schauen wir mal, in die Halle oder? Och, wir sind in der Abstellung angelangt.
Das war's. Sehr gut. Ja, war eine schöne Aufgabe. Mir Spaß gemacht. Gerne könnt ihr mir auch mal schreiben, wie euch die Aufgabe gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann um 15 Uhr mit dem ersten Let's Play Weihnachts-Special-Szenario. Bis dahin, ja, schönen Tag, frohe Weihnachten und bis bald da. Fährt gerade der Realität ein. Schaut mal da. Sieht man das überhaupt? Hier, da fährt der Realität aus. Können wir den noch schnell bei der Ausfahrt beobachten?